Moin, ich habe die Überschrift nicht umsonst so gewählt. Die Wahl, was recht, also richtig ist, und der Wahl-O-Mat. Ihr habt schon geahnt, ne? Es kommt ja die AfD raus, wenn man was Vernünftiges wählt. Hier, mein Wahlergebnis. Wie kam es dazu? Ich habe ganz einfach, ich habe alles, was in meinen Augen, und so blöd bin ich auch nicht, richtig ist und recht ist, also vernünftig ist und so weiter. Da habe ich dran rumgetunt, habe doppelt gewichtet, einfach gewichtet, gar nicht gewichtet, hin und her und her und hin. Aber es kam immer wieder dasselbe raus. Also, wenn das recht und richtig ist, okay, dann ist es eben so. Ich bin ja gestern nochmal auf die Wahl des Heizöl und Donald Trump eingegangen. Es gibt mindestens einen zeitlichen Zusammenhang, aber die Leute haben ja geschrieben, nee, da ist auch wirklich was dran. Eine Frau hat geschrieben, mein chinesischer Mann sagte damals schon, oh, jetzt wo Trump verloren hat, wird der Heizölpreis steigen und so weiter. Es gibt also grundsätzlich Zusammenhänge und so weiter. Aber nochmal, ich weiß, ich wurde auch immer wieder angeschrieben von Leuten, Mensch, und dann müssen sie doch auf diese BRD GmbH und ach, alles Mögliche eingehen. Ja, richtig. Und wenn Wahlen verboten werden, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie verboten. Das war auch meine Auffassung, das stimmt. Aber im Moment ist das Einzige, was uns erstmal gegen das Übel hilft, richtig zu wählen, vernünftig zu wählen. Und Vernunft hat man, wenn man genug Wissen hat. Und wer genug Wissen hat, ja, dann wird einem eben der Wahl-O-Mat sowas vorschlagen. Also, wie gesagt, wir kümmern uns später um alles Mögliche. Diesen ganzen Kram, ob das richtig ist und ob das falsch ist oder sonst was und wie die Staatsform wirklich ist und. Aber wer am Moment noch am längsten Hebel sitzt und wirklich noch irgendwie was bewirken kann, ist nun mal komischerweise die AfD. Das ist einfach so. Und wenn uns dann Wahl-O-Mat das vorschlägt, tja, dann müssen wir das eben machen. Und dann wählen wir das gerne. Ich wünsche euch einen schönen Wahlsonntag und Leute, wählt was. Macht was, aber macht's gut und macht's richtig. Aber wählt, damit wir das Schlimmste verhindern. Um den Rest kümmern wir uns später. Also, beste Wünsche und bis dann. Tschüss, tschüss.